Manuel, wer wird da aus Ihrer Sicht es schaffen, international zu spielen? Ernst Baumeister möchte ja auch. Das ist einmal ein sehr cleverer, bodenständiger Zugang, glaube ich. Ich traue mir auch behaupten, dass vielleicht der LASK als Aufsteiger generell einmal eine Top-Saison spielt. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wirklich einen sehr erfrischenden Fußball hier in Österreich spielt. Sehr offensiven Fußball. Das ist ja das, was unterm Strich auch ein objektiver, neutraler Fan auch sehen will. Bei der Admira fragt man sich, wann brechen die endlich ein? Das ist die Wahrheit. Alle fragen sich rundum. Sehr Wahnsinn. Die haben ja teilweise wirklich auch mit Abgängen, Verkäufen jetzt zu kämpfen, auch jetzt im Winter und jetzt für Sommer schon. Man ist jetzt hier mit beteiligt daran. Viele Verletzte. Das kommt dann auch noch dazu. Aber unterm Strich, die performen und performen. Und die Frage ist, wie lange das nur so weitergeht. Und ich traue mir fast behaupten, dass jetzt LASK, sehe ich immer spurgefestigter. Aber wahrscheinlich werden Sie sich bei der Admira denken, wobei ich auch ein Fan von dem ganzen Konstrukt bin, weil die sehr, sehr viele junge Spieler nachbringen. Das ist auch so eine Nachwuchsstätte, wo ich mir denke, da kann man jungen Rücken hinschicken, weil da gibt es auch eine Perspektive. Bei der Admira, die gilt ein bisschen als graue Maus, sehe ich überhaupt nicht, so muss ich ganz ehrlich sagen. Schon lange nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Deswegen gefällt mir dieser Zugang sehr, dass sie einfach diesen jungen Spielern eine Möglichkeit auch geben. Aber dadurch bleiben sie auch sehr unberechenbar und deswegen ist es ganz schwierig für mich zu sagen, ob sie es unterm Strich schaffen oder nicht. Ich würde es mir wünschen, ich wünsche mir es aber auch für LASK, ich wünsche mir es aber auch für die anderen Mannschaften. Deswegen tut mir sehr, sehr schwer mit einer Prognose, muss ich ehrlich sagen.